Ey, Jungs. Ja. Video fängt an. Lama Squad. Lama Squad. Lama Lama Squad. Squad. Tada. So Leute, ich habe mir noch gerade was zu essen geholt. Also, ja. Während Aufnahmen isst man doch gerne. Vor allem, wenn das Spiel so nice ist und man das genießt. Denkst du, die Statuen stellen Monster auf diesem Planeten dar? Sie sind aus Stein. Danke, du Genie. Ich meine, vielleicht steht Hellbender deshalb so auf Monster. Noch eine von diesen religiösen Irren. Sie ist keine Irre, sie ist eine Eroberin. Also wir müssen vielleicht hier sind lang. Das die Leute, die sie erobert ah, hat. Warte mal. Wenn ich das da kaputt mache, dann fällt bestimmt das Ding da runter. Kann ich da hin? Scheint das wieder schon. Alle Probleme durch Schießen lösen, Peter? Ich versuch. Tausenddreihundert haben wir davon. Nice. Wow, echt dunkel hier drin. Wenn du auf Monster triffst, sag Bescheid. Monsterplanet, stimmt ja. Da fällt man wahrscheinlich runter, denke ich. Nein, ich hab verkackt, so ein Scheiß. Da. Hey, ich baller nicht ziellos rum. Mein Handeln ist stets zweckorientiert und, naja, heldenhaft. Ja, ja. Hey, hier unten ist noch eine Ruine. Ah, vielleicht könnten wir einen Katapult bauen. Echt ein Wunder, dass er bei den Stürmen noch steht. Drax, kannst du den hier umwerfen? Jo, erstmal FBI, Digga. Ich hab sie wohl verärgert. Sie? Okay, versucht nicht abzustürzen. Das ist dein Tipp. Ein großartiger Ort für eine Skulptur. Moment. Hört ihr das? Oh, auf, Leute! Ah ja. Riesige Fledermäuse. Wir können auf diesen Bestien direkt zu Lady Hellbender fliegen. Wir gehen dabei! Aua. Wait, wir können schießen, wenn wir ausweichen. Oh mein Gott, ist das nice. Ich bin der Tod, ich bin der Tod. Finisher, lol, was? Hatten wir, glaube ich, bisher auch noch nie. Ich verkacke die ganze Zeit das Nachladen. Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort hier als Friedhof aussieht? Ich konzentriere mich darauf, kein Teil davon zu werden. Handfleisch, Gemora! Wart auf! Wir können auf diesen Bestien direkt zu Lady Hellbender fliegen. Ich reite nicht auf etwas, das mich fressen will. Komm, Groot. Amen. Diesen minderwertigen Kreaturen. Ich will Monster. Easy, Digga. Ich bin Groot. Ja, ich bin gerade auch ziemlich. Oh, tschüss. Was ist denn Auge des Hurricane? Ah, ja. Ich verwirrt. Wo zum Schlag sind wir? Seht euch einfach um. Hier muss irgendwo ein Weg sein.
Warum sollte dieser Weg richtig sein? Kann Rocket das ja auch machen? Die Statuen hier sind nicht hermarschiert. Sie wurden getragen. Getragen von wem? Zu welchem Zweck? Ich dachte, du bist der Experte, wenn es um Lady Hellbender geht. Okay, Gamora. Ich würde sagen, es geht hier nicht. Ich setze 50 Units dagegen. Er hat keine 50 Units. Nein, wir sind nicht fast da. Mal. Uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Oh? Drax, einige deiner Hellbender-Infos sind fragwürdig. Das kannst du laut sagen. Mehr oder weniger fragwürdig als deine Flugfähigkeiten, Peter Quill. Jetzt hat er dich erwischt. Drax, machst du uns den Weg frei? Nur wenn du zugibst, dass jede meiner Geschichten über Lady Hellbender wahr ist. Also nicht. Gamora, räumst du uns den Weg Man frei? Man sagt, Lady Hellbender spürt jeden Schlag, der ihrem Dschungel versetzt wird. Wow. Ein alter Nova-Bomber. So einen habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ein Dutzend Schiffe war nötig, um einen abzuschießen. Ein Dutzend Schiffe oder eine Chitauri-Spionin. Das nehme ich mal als Kompliment. Immer noch kein Anzeichen von der Festung? Nein. Was dauert da so lange? Nein. Aber jemand anders sollte die Todesgrube zuerst überwinden. Ich und Groot sind die Handelsware. Nur einer von euch ist die Handelsware. Plan. Geh einfach. Nein. Geh du doch. Jemand muss gehen. Anführer normalerweise nicht vor. Nicht, wenn es gefährlich ist. Denn ich muss ja auf alle aufpassen. Klar. Oh Mann. Seht ihr, alles gut, völlig sicher. Okay. Denkt nicht mal dran, mich zu schubsen, Attentäterin. Es gibt viel bessere Methoden, um jemanden zu töten. Einfach chill dich darüber. Vorsichtig. Ja, ja, voll. Achtung, Wurm, bin groß. Sag, da unten ist irgendwas. Spielt keine Rolle. Natürlich spielt's eine Rolle. Instabil ist es so oder so. Bewegung! Scheint doch kein Wurm zu sein. Nein! Ah, Mann. Warum lädt das jetzt so Ewigkeiten? Ja, reicht ein Ladebildschirm. Mann. Gewöhn dich nicht dran. Peter Quill, wir sind hier nicht allein. Die Slime ist schon wieder. Ich regel das. Ach du heilige Scheiße, was ist das denn? Hat jemand eine Ahnung, was das ist? Mhm. Sein Balken leer, verschwindet seine Markierung und der nächste erscheint. Sind alle Markierungen weg, wird der letzte Gesundheitsbalken des Gegners angezeigt. Ah, ein Miniboss. Das gemacht. Hey, lass uns das Ding verkaufen. Da gibt's nicht mehr viel zu verkaufen, wenn ich damit fertig bin. Und wenn du
Scheiße fleißt von seinem Rücken ab! Drehen wir das Ding um und verursachen richtig Schaden! Ah ja. Eine Leiche mit denen als Fusse gegen die Sonne explodieren! Falls wir nicht schon alle erledigt haben! Joho! Drücken Sie, um einen speziellen Wächter auszulösen. Ah ja. Hä, ach so, hä? Ja, na toll! Feige Bestie, beende den Kampf! Weil die macht einen Abgang. Ja, war ein Schwanz abgeschnitten, und das ist gut, oder wie? Ich noch nicht. Ich sage hinterher, bring es zu Ende. Weißt du, dass du einem echt Angst machen kannst? Ja. Ich meine, da oben gibt es offensichtlich einen Ausweg. Und genau das brauchen wir. Außerdem haben wir dann freie Sicht auf unser Ziel. Also dann erklimmen wir diesen abgestürzten Apparat. Ja, okay. Wie machen wir das? Gute Frage. Dadurch. Das Werk ist so verrostet, man sieht kaum noch das Blau. Der Krieg ist lange her. Und hier ist es von allen Seiten nass. Mir kommt's vor wie gestern, aber nicht im guten Sinne. Ah. Das da hinten sieht irgendwie aus wie eine dieser alten Werkbänke. Würde mich nicht überraschen. Okay, Rocket, finden wir raus, ob das Ding noch funktioniert. Ja, okay. Hoffentlich überraschen uns dabei keine Monster. Feuerrate verdoppelt, wenn Gesundheit und Scanner, Gegner im Kampf. Kurze Zeitlupe, wenn du in letzter Sekunde ausweist. Verhindert, dass du zu Boden gehst. Spurt ausführst. Droppt zusätzliche Gesundheit-Pickups, wenn nach einem Jetstiefel Spurt ein tödlicher Schlag erfolgt. Feedback und Zuhilfeweise Unterstützung. Ui, ja, Lebenspunkt rein. Ein glänzendes Upgrade aus bester Herstellung. Schildpunkte gibt es auch noch. Ah ja. Hey, Quill, mach doch mal einen Scan bei dem alten Mädchen. Also, wo waren wir? Wir warten auf dich, um diesen Apparat zu erklimmen. Ich frag mich langsam, ob ich nicht der mit dem schicken Visor sein sollte. Ich würde dir kein Wort glauben. Da sind wir uns mal einig. Auch ich ziehe Peter Quills Unfähigkeit den Lügen des Nagers vor. Gamora, wie weit kannst du an dem Ding hochklettern? Finden wir es raus. Genießt du diesen Moment, Attentäterin? Welchen Moment? Den Besuch am Grab deiner Feinde. Das Nova Corps war nicht mein Feind, Drax. Es war der Feind meines Vaters. Peter? Hier sieht's gut aus. Überrascht mich, dass das Ding noch nicht ausgeschlachtet wurde. Das ist kein Planet für Plünderer. Da hat er recht. Man kann kaum landen, vom Absuchen der Oberfläche ganz zu schweigen. Hallo. Siehst du was Nützliches da oben? Hier ist irgendwie dieser nicht. Verdreckte Reaktor. Ein paar Schüsse müssten ihn runterholen. Das Reaktorteil da scheint lose zu sein. Und ziemlich dreck. Runter damit. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Es ist weder ein Baby noch ein Ticket, es ist ein Reaktor. Drax, das Ding zu bewegen ist kein Problem, oder? Richtig, genau wie die mächtige Lady Hellbender bin ich ungewöhnlich muskulös. Schon klar, Drax. Hier platzieren wir. Wahrscheinlich hier. Ja. Diese Einheit ist enorm schwer. Ich dachte, du bist ungewöhnlich muskulös. Was jetzt, Peter Quill? Kommst du jetzt darauf? Dauert nur eine Sekunde. Das weckt Erinnerung. Das war doch einfach. Gutes Teamwork von allen. Ich hab passiv geholfen. Okay. Gucci gewinnt und toaste Baumwipfel. Wir kommen. Ich bewundere wirklich, wie sehr unser Team den Sicherheitsgedanken berücksichtigt. Uns kümmert Sicherheit überhaupt? Eins ist klar, wir hätten diese Aufgabe ohne die Attentäterin niemals bewerkstelligt. Hat Drax gerade Gamora gelobt? Ich gewähre Anerkennung, wo sie angebracht ist. Hat auch lang genug gedauert. Wir wissen alle, dass Gamora super cool und super wertvoll ist.
Alter, Junge, was ist das für ein Teil? Lady Hellbenders Festung. Sie ist größer geworden, so viel steht fest. Ha, sie ist nicht größer geworden, wir nähern uns. Lass nochmal das Outfit von Star-Lord changen. Ist der scheiße, Junge. Ja, komm, wir nehmen den Sonnenlord. Sieht aus, als gäb's einen Weg darunter. Quill, du musst dieses Schiff sehen. Erblicket Lady Hellbenders Zaun. Selbst die Shintori fürchteten sie. Blut! Schleimig! Leute? Springt mal lieber noch nicht hier runter! Ganz schnell. Wieso zum Flak ist das so tief? Na, steck dir fest? Wie kommst du darauf? So kann es schmecken. Greif danach. Das Schwert ist zu kurz. Treib ein Seil auf. Ja, und zwar schnell. Wo soll ich hier ein Seil finden? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab. Quill, unternimm was! Und was? Flak, Flak, Flak! Quill! Quill, bitte hilf mir! Ah ja. Was hast du denn gemacht? Hexenwerk. Das ist so kalt. Rocket! Kann ihn mal jemand da rausholen? Meine Blaster sind. Das hatte ich schon mal, da war ich noch ein Kind. Ich mach das nicht mit Absicht. Klassische Smart Boy Tech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal. Lass doch mal sehen. Finger weg von den Waffen. Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst könnte es ja gleich Zauberei sein. Oder Hexenwerk. Leute, still. Was selbst eine Celestial Card. Die haben die hier hundertprozentig eingebaut. Es geht wieder los. Oh nö. Ach ja, jetzt kommt das noch. Instant Eiswürfel! Das macht Spaß! Wir freuen uns total für dich und deine Waffen, Quill. Ja, ich schulde Quill wohl was, aber nicht viel. Okay, wird gemacht. Aua. Für so ein kleines Ding kann der echt jede Menge Schmerzen wegstecken. Auf jeden Fall ist hier die normale MCU-Maske. Also diese aus dem Film halt. So schneidet man sie gleich, Gamora! Wir sind nah dran, aber wir müssen darauf. Ich glaube, wir können drüber klettern. Ding, 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 gebt dem Mann einen goldenen Stern. Finden wir heraus, wie wir darauf kommen. Sterne bestehen aus Wasserstoff, nicht aus Gold. Das wäre dann... Hey, Gamora! Kannst du diese Kanone rausholen? Wenn du ein paar Zyklen warten willst. Ich werde die Kanone rausholen. Guter Drax, guter Junge. Sie ist sturer als erwartet. Rocket, du würdest durch das Loch passen. Unmöglich, sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen länger halten? Versuch du doch, sie ein bisschen länger zu... Drax, kannst du diese Kanone rausziehen?
Ich versuch's. Komm hier! Nicht ewig! Halt! Braucht ein Weg, um die in Position zu halten. Offensichtlich. Warum gibst du nicht nach? Weil sie an so einem Rückstoßteil hängt. Bist du sicher, dass das der Fachbegriff ist? Ja. Nein, von außerhalb so. Des Tracks. Kannst du es nochmal versuchen? Wieso? Sie verbleibt nicht. Ich arbeite daran. Vertrau mir. Ergib dich, du teuflische Maschine! Jetzt müssen wir die nächsten. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Shitori-Schiff, voller Sprengkeilen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst? Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Ah, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Alles okay da drin, Rocket? Ich hab die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Shitori-Fleisch fressen. Rocket! Entspann dich! Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und... nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen und... Ah ja. Seht euch das an! Er muss das Ding kurz geschlossen haben! Rocket! Alles okay? Ja, und jetzt auf Trott! Da, unser Weg nach oben. Gamora. Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Schrott freimachen? Ja! Ja, Peter Quill, vorwärts zum Palast der großen Giganten. Oh, sie ist jetzt also eine Gigantin. Es heißen, Lady Hellbender sei 50 Köpfe groß. Findest du auch, dass sie aussehen wie ein Haufen kleiner Rockets, die versuchen, aus dem Regen zu kommen? Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Vielleicht von der anderen Seite. Ah. Oh Mann, noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht, vielleicht stellt er sich nur tot. Ja, auf jeden Fall stellt er sich nur tot. Wisst ihr, ihr solltet meine Ideen ernster nehmen. Ich verfüge immerhin über auch. 75.787.880 geteilt durch 9.500 und... Die Festung ist in dieser Richtung, Peter Quill. Ich weiß, ich gehe nur ein bisschen auf Entdeckung. Haben wir das nicht schon ausreichend gemacht? Entdeckung ist bestimmt irgendein Code. Es bedeutet, er ist in die falsche Richtung gegangen. Und zu was, ich höre euch nicht mehr. Naja, jetzt hören wir wenigstens mal ein bisschen labern. Verwandle nur Wasser zu Eis. Angeber. Dieser Planet erinnert was völlig Normales da. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaftersachen. Kundschaften. Sieht aus, als sollten wir auf die Festung zugehen und nicht davon weg. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Rocket, haben wir ein Erfrierungskit auf der Milano? Hast du Angst, Quill schießt mit seinem neuen Spielzeug daneben? Es wäre nicht das erste Mal. Ich bin Groot. Ja, Groot hat immer noch ein Astloch, wo Quill ihn getroffen hat. Angeblich hat er geübt, wie Clem Greasewood zu sein. Clint Greasewood. Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Ja, weil es halt immer so ist. Die üble Bestie zu werfen. Und ich bestehe darauf, dass wir das Muskelpaket die Klippe runterschubsen. Wozu ja. Das? Zu deinem Ende! Du bist... Wie oft muss ich das noch sagen? Wir werfen Rocket nicht. Lächerlich, du hältst uns auf, um die Gefühle der Bestie nicht zu verletzen. Wann hat er das schon für uns getan? Lass ihn runter! Lass dir das eine Lektion sein, Lager.
Ich zeig dir gleich, wie die Lektion aussieht. Hört auf, Leute. Wir sind doch Profis. So was ja, wir du schon. Uns von einem Shitori-Apparat aufhalten zu lassen, ist unprofessionell. Allerdings. Leute, ich hab hier was. Es ist tief. Sieht vielversprechend aus. Wir haben kaum Bewegungsfreiheit, falls wir angegriffen werden. Wir werden nicht lange hier sein. Sieht jemand einen Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen wieder zum ganz normalen Star-Lord-Outfit zurück. Wir machen einen, falls nötig. Weil ergibt Sinn, das zu nehmen. Noch jemand? Es stinkt wirklich hier hinten. Ja, es riecht faulig. Woher kommt das? Oh, was zum Flak? Oh, nicht reden. Nicht mal atmen. Ja, dahinter ist definitiv was Ekliges. Du nimmst Rex, das. Kannst du das durch die Stinkwand schleudern? Oh, das werde ich wohl bereuen. Alter. Das ist ein beunruhigender Duft. Junge, sieht aus wie Honig. Einfach vergammelter Honig. Was ist das denn? Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Tschüss. Okay, das war nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monster-Snack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter. Ausgerechnet danach soll es schmecken. Den können wir brauchen. Alter, lass dir mal den Monster-Snack? Den Käfig. Geschnack? Wir brauchen den Käfig. Knospen, wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen die uns doch aus. Schon was angebissen? Warum flüstert ihr? Mora meint, das Monster nimmt man uns eher ab, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stinksaures Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ja letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Oh. Och nö, nicht der schon wieder. Ah, der mit ohne Schwanz. Stirb! Weißt du, du erwischt auch ihre Klauen? Die Hexen kann ja also praktisch unverwundbar und verteilt eisigen Schwanz. Nein! Ah! Leute, Gruppe bilden! Jetzt bin ich mal gespannt, was das macht. Ich habe schon viele hinterhältige Flagnasen bekämpft, Quill. Ich auch. Aber die Bosheiten dieser Typen sind verflagt kriminell. Wenn die so weitermachen, haben sie den Kampf bald gewonnen. Diese Irren werden auf keinen Fall gewinnen. Nicht gegen uns. Wir sind harte Männer. Und Frauen. Abtrünnige. Wir würfeln um unser Leben, weil wir keine Angst haben. Und weil wir es wollen. So ist's richtig. Wir müssen kämpfen, um zu überleben. Wer ist dabei? Alles klar, Digga, die Musik. Oh, yeah. Musik! Hole Kornen drauf! Tötet es! Ah, jetzt kommt der zweite Lebensspalten. Get down! Ah!
hier, schlag sie zusammen! Und bam! Finisher, Junge!